Am 24. Oktober 2022 wurden die beiden Brückenteile der neu gebauten Eisenbahnüberführung über die Kyll zwischen Oberbettingen-Hillesheim und Lissendorf bei Streckenkilometer 90,285 eingehoben. Es war der erste Schritt für den Neubau dieser Eisenbahnbrücke nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021. Weil in diesem Bereich ein zweigleisiger Ausbau der Eifelstrecke vorgesehen ist, wurden nun am 4. April 2023 die beiden Brückenteile für das zweite Gleis eingehoben. Die Brückenteile waren in den Tagen zuvor mit einem Schwertransport angeliefert worden. Zum Einsatz für den Einhub kam ein Schwerlastkran, der bis zu 550 Tonnen hätte anheben können. So waren die beiden etwa 90 und 60 Tonnen schweren Teilstücke wahre Leichtgewichte an seinem Haken. Rund 3 Stunden dauerte der Einhub, bei dem die Spezialisten der Baufirma Leonhard Weiß wahre Millimeterarbeit leisten mussten. Mit der Fertigstellung der zweigleisigen Brücke kann an dieser Stelle der beabsichtigte Ausbau der Eifelstrecke beginnen.